Bischof Gerhard Ludwig Müller stellt sein neuestes Buch vor. Die Buchpräsentation findet nicht irgendwo, sondern in der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg statt. Schließlich ist dort auch der Mann, über den der Bischof schreibt, ermordet worden, Dietrich Bonhoeffer. Sein Geist ist hier im einstigen Konzentrationslager noch vielerorts zu spüren, aber nicht nur seiner. Man spürt hier ganz viele Geister, ich sag's mal so. Bonhoeffer ist natürlich eine Symbolfigur, aber er war nur einer von 30.000, die hier ermordet worden sind, einer von 100.000, die hier gelitten haben. Und insofern ist er eine Figur, mit der wir pädagogisch gut arbeiten können, weil er einfach viel hinterlassen hat auch an Texten. Genauso wichtig ist uns aber auch, die anderen 99.000 Menschen nicht vergessen zu lassen. Und das funktioniert aber ganz gut. Vergangenheitsbewältigung wurde in Deutschland nach dem Krieg aber nicht überall groß geschrieben. So wollte man das KZ sogar abreißen. Ohne den Namen Bonhoeffer wäre dieser Arrestbau, da wo wir uns jetzt gerade versammelt haben, nicht erhalten. Es ist die Prominenz Bonhoeffers in den 60er Jahren und es ist das Engagement damals der evangelischen Kirche, nicht alle Relikte des Lagers abzureißen, sondern gerade wegen der Prominenz von Bonhoeffer und seinem gewaltsamen Tod hier, dieses Gebäude auch zu erhalten. Also er war eine wichtige Figur, auch in der Entwicklung der Gedenkstätte, und er ist es nach wie vor in unserer pädagogischen Arbeit. Erinnerung ist wichtig, damit solche Verbrechen nie wieder geschehen. Bischof Gerhard Ludwig Müller trägt mit seinem Buch über Bonhoeffer dazu bei. Er schreibt es nicht nur für Theologen, sondern ganz konkret gesprochen: für alle, die sich für die Zeitgeschichte interessieren, in der Zeit des Dritten Reiches hauptsächlich, aber auch alle, die als katholische, evangelische Christen sich mit theologischen Themen auseinandersetzen. Und hierfür ist Dietrich Bonhoeffer eine ideale Gestalt, sowohl was wir das lebensgeschichtliche Zeugnisgebende, aber auch für hohe theologische Qualität. Dietrich Bonhoeffer begleitet den Bischof bereits seit dessen Studium. Doch nicht nur für die theologischen Texte, die Bonhoeffer während seines kurzen Lebens verfasste, interessiert sich der Bischof von Regensburg, sondern auch für die Gedichte. Das wohl bekannteste heißt Von guten Mächten. Diese Gedichte, die ja hauptsächlich aus der Gefängniszeit stammen, berühren auch mich. Das ist verständlich, schon auch von den Zeiten des Studiums her. Ich habe meine Doktorarbeit ja über Dietrich Bonhoeffer geschrieben und glaube, da kann niemand sich sozusagen irgendwie gefühlskalt draußen halten, wenn man auch bedenkt, in welcher Situation das geschrieben worden ist. Dietrich Bonhoeffer verfasst das Gedicht Von guten Mächten am 19. Dezember 1944 im Gefängnis. Er schreibt es an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. Worte des Trostes sollten es werden. Nicht ganz ein halbes Jahr später war er tot. Die unglaubliche Zuversicht bis zum Schluss und der feste Glaube Bonhoeffers beeindrucken uns bis heute.